Was geht ab, liebe Leute? Es ist wieder soweit. Die Formel E geht wieder los. Wir sind gerade in Donington. Donington ist so ein bisschen die Heimatbase der Formel E. Und hier finden jetzt die offiziellen Testtage für die dritte Formel E-Saison statt. Wir sind gerade schon am zweiten Tag. Gestern schon gefahren, ein bisschen geschaut, ob alles funktioniert. Heute wieder. Morgen nochmals. Die Sonne scheint, das Wetter passt. Soweit läuft alles. Und ich wollte euch jetzt einfach mal ein bisschen zeigen, wie es hier ausschaut. Die ein, zwei Neuerungen zeigen, die euch uns alle in der Formel E so erwarten, beziehungsweise was neu im Auto ist. Ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal. Let's go! So, hier hinter mir seht ihr jetzt gerade die Box. So schaut es also aus beim Donington-Test. Ist relativ provisorisch natürlich alles noch aufgebaut. Nichts Besonderes, da hinten noch all die Ingenieure. Es geht natürlich viel um Software, um Datenanalyse und so weiter. Nicht unbedingt darum, jetzt hier irgendwie die Bestzeit zu fahren, sondern einfach ein bisschen schauen, so funktioniert alles, die ganzen Systeme, läuft alles, läuft der Motor rund, wie man sich das erwünscht. Und das machen wir hier. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, es sind alle Teams vorhanden. Alle sind hier mit dabei. Hier hinter mir seht ihr die Box von Renault. Die haben noch gar keine Beklebung oder noch gar keine Farbe auf ihrem Auto. Das heißt, die fahren noch standardmäßig. Wir haben schon unsere Season 3 Livery, die Season 3 Beklebung haben wir schon auf dem Auto. Ein bisschen was hat sich verändert. Ich würde sagen, schaut es euch einfach mal an. Eine Neuerung, die es am jetzigen Formel E-Auto gibt, ist unter anderem, ihr habt es bestimmt schon gesehen, der Frontflügel. Ich blende mal kurz den vom letzten Jahr ein und zeige euch jetzt mal den neuen. Ihr seht schon, direkt hat sich im Design einiges getan. Ist viel, viel abgespaceter. Wir haben jetzt einen komplett geschlossenen Frontflügel, nicht mehr nur diese Seitenteile, die ja so ein bisschen labbrig fast waren. Da geht es wirklich nicht um Aero. Das ist ja wirklich was, was bei der Serie nicht im Fokus steht, sondern da wollte man einfach ein bisschen Design wählen, was ein bisschen abgespaceder ausschaut. Hier jetzt mit der Startnummer. Alle Fahrer müssen jetzt hier ihre Startnummer haben. Nummer 66, damit ihr auch wisst, wie ihr supporten müsst. Ne? Und so schaut der Spaß aus. So, was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist der Unterschied der Lenkräder. Das ist nämlich der zweite Punkt, der sich in dieser Saison verändert. Das, was ihr hier links seht, das ist das Lenkrad aus der ersten Saison. Ihr seht schon relativ sparsam, was die Knöpfe angeht. Nicht wirklich viele. Drei hier so verstellbare Rädchen und das war es dann eigentlich schon. Auf der Rückseite hier nur einen Fanboost-Button, hier ein Regen-Pedal nennt man das, also Rekuperation und dann hoch und runter schalten, ganz normal wie das kennt. Damit sind wir jetzt zwei Saisons gefahren und jetzt kommt dieses Lenkrad. Das ist das Lenkrad, das wir ab dieser Saison fahren werden. Ihr seht schon, es hat deutlich mehr Knöpfe, das heißt, wir können deutlich mehr einstellen. Wir haben hier oben verstellbare Rädchen, das heißt, da kann man verschiedenste Settings drauflegen, wirklich alles genau machen, wieder drei verstellbare Rotoren. Jedes Team ist auch in der Lage, das jetzt wirklich ganz individuell zu gestalten. Deswegen darf ich jetzt natürlich nicht so detailreich darüber sprechen, was wir gerade oder was wir aktuell dort eingestellt haben. Ist auch jetzt im Moment nur provisorisch, beim Test versucht man eben da noch ein bisschen zu schauen, was für Funktionen man hat, was da am besten passt. Auch auf der Rückseite hat sich was verändert. Dort haben wir jetzt anstatt 4 Buttons ganze 6 Buttons. Das heißt, einer wird wahrscheinlich wieder der Fanboost werden. Einen Button können wir anders belegen. Wir haben ganz normal hoch und runter schalten und dann haben wir hier unten noch 2 weitere Pedale. Also auch das einfach eine Spielerei, damit wir als Fahrer noch mehr Möglichkeiten haben, weil eben die Systeme auch immer aufwendiger werden. Und dann stellen wir das hier ein. Is that your own camera? Yeah. How can you not know my channel? How can you not know my channel, mate? Well, I'm glad to be on your channel. Yeah, you're finally famous. Yeah. I need to have you in a sub. I'm famous already. I'm famous already. Yeah? Yeah. For what? For the after party. I can't mention that on camera. Nicht in front of the Kinder. So, jetzt habt ihr mal einen Eindruck davon bekommen, wie das neue Auto aussieht. Es ist noch nicht ganz final, auch unsere Anzüge sind noch nicht final. Also alles kommt noch. Es ist ja noch die letzte Vorbereitung, bevor es dann wirklich losgeht, bevor wir dann im Oktober in Hongkong starten. Aber ich denke mal, war ganz cool, euch mal zu zeigen, was sich am Auto verändert hat, wie das neue Lenkrad aussieht, was wir hier so machen, wie das Ganze auch ausschaut beim Testen, dass ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Während der Lukas hier hinter mir wieder auf die Reise geht,
Also kleiner erster Einblick, in 1,5 Wochen ist der Victor sogar mit dabei hier. Das heißt, wir können dann noch mehr Aufnahmen machen, haben noch ein bisschen mehr Zeit zum Filmen. Generell im Moment, ihr merkt es vielleicht, ist ein bisschen weniger geworden. Das liegt einfach daran, dass ich extrem viel unterwegs bin und man einfach auch nicht immer Zeit hat zu filmen. Man muss sich ab und zu auch mal ein bisschen konzentrieren. Geht gerade Schlag auf Schlag, ich bin viel am Reisen. Ja, ist ein bisschen viel, aber ich versuche trotzdem immer zwischendrin für euch wieder ein bisschen was mitzufilmen und es kommt dann auch wieder eine Zeit, wo wieder mehr Videos kommen. Von dem her hoffe ich, ihr hattet mit den kleinen Eindrücken wie immer Spaß. Falls dem so ist, dürft ihr gerne liken. Bleibt schön sauber und wir gehen jetzt weiter testen. Peace out. Thank you.